Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Das schwarze Auge, Schatten über Riva, den dritten und letzten Teil der Nordland-Trilogie. Ja, ihr habt es ja an dem ganz netten Intro schon gesehen. Das Spiel ist technisch ein bisschen weiter schon fortgeschritten als der Vorgänger Sternenschweif. Ja, das Spiel stammt von 1995 und hat mir damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann euch allerdings jetzt schon versprechen, dass sich die Änderungen im Vergleich zu Sternenschweif in Grenzen halten werden. Also es gibt ein bisschen aufgebohrtere und neuere Grafik hier in den Zwischensequenzen oder halt in den einzelnen Örtlichkeiten, in die man reingeht. Ein bisschen neue Musik. Wir werden auch mit allzu größeren Überlandreisen dieses Mal verschont. Es spielt sich also alles hübsch in und um Riva ab, sodass wir eigentlich von Goblin- und Räuberüberfällen, die sich ja vor allem im letzten Teil zum Schluss gehäuft haben und mich halb zum Wahnsinn getrieben haben, also von denen bleiben wir verschont. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon mitten ins Geschehen. Vielleicht noch eine kleine Ansage, was denn im letzten Teil passiert ist. Wir haben ja in Sternenschweif den Salamanderstein und den Zwerg Ingramosch aus den Klauen der Anbeter des Namenlosen gerettet und haben die Zwerge und Elfen sozusagen wieder vereint und diese planen eben jetzt das Welttal von den Orks zurückzuerobern und die Invasoren eben wieder ins Orkland zurückzutreiben. Unsere Helden haben nach getaner Arbeit noch mit den Elfen und Zwergen verbracht und waren auch bei den Siegesfeiern zugegen, haben dann aber recht schnell gemerkt, dass sie eben mehr oder weniger nach getaner Arbeit von den Elfen und Zwergen ignoriert wurden, denn diese haben sich, wie gesagt, wichtigeren Dingen zugewandt. Und da unsere Helden während der Feierlichkeiten auch schon Gerüchte gehört haben, dass eben in der Hafenstadt Riva auch so einiges im Argen liegen soll, also in den Tavernen munkelt man von einer Verschwörung der Halborks, in Aventurien auch Hohlberger genannt, und dass diese eben hier in Riva die Bevölkerung gegeneinander aufwiegeln soll. Und ja, da die Helden eigentlich jetzt durch die vergangenen erlebten Abenteuer auch in ihr ziviles Leben nicht so recht zurückfinden wollen, beschließen sie kurzerhand eben nach Riva zu ziehen und sich eben anzuschauen, was an diesen Gerüchten dran ist und gegebenenfalls da zu intervenieren. Ja, nach einer kurzen Reise sind sie auch in Riva angekommen. Wie wir sehen, hat Reistlin sich eine kleine Krankheit eingefangen. Reistlins Lippen sind gelblich verfärbt, er hat starkes Fieber und wird gelegentlich von Schweißausbrüchen geschüttelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Fehler war während des Imports, denn ich gehe fast mal davon aus, denn wir haben ja zum Schluss eigentlich nicht mehr viel gemacht als diesen Drachen umgeschlagen und sind ja in diesem Verlies unten herumgeirrt, also in diesem Tempel des Namenlosen, und ich glaube kaum, dass er sich da irgendeinen Dumpfschädel eingefangen hat oder so. Gut, könnte vielleicht sein, dass er irgendwie Schlachtfeldfieber gekriegt hat bei dem Kampf gegen den Drachen. Aber wie dem auch sei.
Auf alle Fälle hat er sich jetzt krank nach Riva geschleppt und benötigt auch dringend Heilung. Ja, zur Gruppe. Meine Helden befinden sich jetzt mittlerweile schon auf Stufe 9, beziehungsweise sind an der Schwelle dazu. Hier, Flint hat über 4000 Erfahrungspunkte schon. Ich stelle euch die Gruppe dann kurz vor. Für eine ausführlichere Vorstellung konsultiert ihr bitte mein erstes Let's Play mit dem Namen Schicksalsklinge. Ja, unsere Kriegerin Josepha, sozusagen die Anführerin der Gruppe und ja, sozusagen eine Art aventurische blonde Xena mit einer beeindruckenden Größe von 1,92 Meter, führt einen den obligatorischen Kraftgürtel und einen magischen Zweihänder, glaube ich, ja genau, den wir in der Orkhöhle im ersten Teil gefunden haben, und trägt auch einen Haufen Ringe und Amulette mit sich rum, sehe ich gerade. Die werde ich jetzt auch gleich mal anlegen. Ja, wie ich sehe, ist es aber nur Schmuck. Ja, also entweder hat dieses Zeug auch an magischen Fähigkeiten eingebüßt zwischen dem zweiten und dritten Teil, oder ich habe da tatsächlich nur Schmuck mitgenommen. Ich krieg dann auch noch die Attacke, einen Ring. Ja, Glasflasche, Drachentöter. Also wir schleppen ziemlich viel Zeug mit uns rum, das wir verkaufen können. Auch die Bronzeflaschen hier. Wir haben unseren Torwaller Wulfgar, den typischen Fantasy-Nordmann, wie er im Buche steht. Führt Schild und eine Axt und glänzt auch mit einem ziemlich hohen Rüstungsschutz. Ja, wie wir sehen, ist er aber relativ leicht durch Magie zu beeinflussen, da das Volk der Torwaller ja ziemlich abergläubisch ist. Passt aber hintergrundtechnisch auch recht gut. Reistländer Magier, so die magische Kompetenz in unserer Gruppe, ist auch relativ gut gerüstet mittlerweile mit einem Rüstungsschutz von 7, hier durch den Fexenhelm und den Fexenschild, den wir in dem Fex-Tempel im zweiten Teil erobert haben. Dann unsere Alariel, die Auelfe, sollte eigentlich mit einem Langbogen rumlaufen. Also warum die hier die Armbrust vom Flint hat, weiß ich jetzt auch nicht. Das verteile ich jetzt auch gleich mal um. Ja, ein Eisenschild, konnte ich den überhaupt benutzen? Anscheinend. Denn normalerweise dürfen ja magisch begabte Charaktere nichts tragen, was irgendwie aus Eisen ist, aber na gut, für ein Schild scheint das anscheinend nicht zu gelten. Ja, ihren letzten Pfeil hat sie anscheinend schon verschossen, die gute Alariel. Da werden wir bald Ersatz kaufen müssen. Ja, hier Adakwe, unsere Druidin, war in den letzten beiden Teilen eigentlich dazu verdonnert, nach Kräutern Ausschau zu halten und ist so ein bisschen die Heilerin und Apothekerin der Gruppe. Ich habe ja eine Druidin mit reingenommen, weil die eigentlich in der Nordland-Trilogie ein bisschen unterschätzt wird und von daher auch sehr selten mitgenommen wird von den Spielern. Und um eben nicht mit der 0815-Gruppe zu starten, habe ich eben die Druiden hier mit aufgenommen. Ja, und hier Flint, unser alter grummeliger Zwerg. Ist so ein bisschen der Tank der Gruppe mit einem Rüstungsschutz von 14, einer Körperkraft von 24 und der Dasputa Orknase, die hier anscheinend nicht mehr als magisch zählt, wie ich sehe. Teilt er natürlich
ziemlich gut aus und ja, ist auch in den Dungeons so ein bisschen der Türöffner und vollen Entdecker und Entschärfer, wie es sich für einen richtigen Zwerg gehört. Ja, das wäre eigentlich schon die Heldengruppe. Und ja, wie es sich nach einer langen Reise gehört, stopft man auch schon in den Travia-Tempel zu Riva, um sich ein bisschen bei der Göttin des Herdfeuers aufzuwärmen. Und ja, während sich die Gruppe um das Feuer versammelt, kommt auch schon die Geweihte auf uns zu und verwickelt uns in ein kleines Gespräch. Erlaubt mir, das Wort an euch zu richten, tapfere Recken. Wie ihr vielleicht gehört habt, breitet sich die Angst vor einem Angriff der Orken in der Stadt aus. Viele aufrechte Bürger der Stadt benehmen sich seit geraumer Zeit seltsam. Es wird viel geredet, doch nichts wird unternommen. Seit einigen Jahrzehnten lebt im Norden der Stadt eine Sippe der Hohlberker, halb Elf, halb Ork. Die Hohlberker werden in der Stadt nur geduldet, weil sie gute Kontakte zu den Orks haben. Aber andererseits glauben viele Bürger, dass die Hohlberker die Drahtzieher des Orkenaufstands sind. Möglicherweise ist es den Hohlberkern auch gelungen, einige Bürger Rivas unter ihre Kontrolle zu zwingen. Könntet ihr als Fremde euch nicht ein wenig in der Stadt umhören? Ja, da entgegnet die Josefa, dass wir eben auch schon von den Gerüchten gehört haben und deswegen eigentlich auch hier sind. Und wir bekräftigen auch gleich, dass wir uns der Sache annehmen werden. Möchten allerdings noch ein bisschen mehr über Riva wissen. Ja, im Firun-Tempel leicht östlich der Brücke über den Quill haben die Geweihten Probleme, sagt sie. Auf dem Friedhof soll es seit Neuestem spuken. Ja, ich habe wie immer meinen Zettel hier neben mir liegen und werde mir das auch gleich hier notieren, wenn der Stift gehen würde. Ja, Firun-Tempel östlich der Brücke. Gut, was weißt du denn über die Orks? Wir glauben noch nicht so recht an die Verschwörung zwischen Hohlberkern und Orks. Auch wenn ich es nur selbst glauben könnte. Alle reden davon und vieles deutet darauf hin, wenn ihr nur herausfinden könntet, was in dieser Stadt wirklich los ist. Ja, wie gesagt, dafür sind wir hier. Wisst ihr noch etwas mehr über die Hohlberker? Keiner kennt diese Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr. Euer Haus ist ja rege besucht, Frau Kabeck. Ja, wer ohne Obdach oder Nahrung ist, findet im Haus der Göttin, was er benötigt. Riva ist eine große Stadt, da gibt es auch viele Bedürftige. Oh, damit werden die Gesprächsthemen auch schon erschöpft. Also wie ihr seht, werden hier eigentlich nur die Themen angezeigt, zu denen uns die jeweilige Gesprächsperson dann auch was sagen kann. Wir hatten ja in den ein Sternenschweif war's. Da hatten wir ja eine ganze Litanei an Themen, also sowohl allgemeiner Natur als auch teilweise eben speziellen Sachen. Und hier werden dann, wie gesagt, uns die Auswahl der Gesprächsthemen so ein bisschen erleichtert. Ja, Travia sei mit euch. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir mal den Tempel. Genießen die neue Aussicht. Also hier hat sich schon auch ein bisschen was getan. Denn wir können uns jetzt wirklich stufenlos hier in der Stadt bewegen. Und
Grafik ist ein bisschen aufgebohrt. Finde ich zumindest. Ja. Da wir ziemlich viel Zeug verkaufen wollen und ja, eben auch Heilung für Reistlin benötigen, beschließen wir jetzt, uns Richtung Marktplatz aufzumachen. Denn dort ja, finden wir bestimmt einen Heiler bzw. ein paar Marktstände, in denen wir uns eindecken können. So, was haben wir da? Ein undefinierbares Zeichen über der Tür. Da klopfen wir mal an. Schankstunden von Beginn des fünften Nachmittagsstunde bis gegen Ende der dritten Nachtstunde. Ja, gut. Es ist erst Vormittag. Kein Bier vor vier. Da vorne, eine riesige Brücke über den Quill. Obwohl es Menschenwerk ist, ringt es Flint doch auch zumindest ein andächtiges Nicken ab. Natürlich keine Zwergenarbeit, aber ja, für Menschen, die ja bekannt sind für ihre Pfuscharbeit, doch schön. Ja, schon von Weitem ist Krawall zu hören, als wir die Brücke überqueren. Inmitten einer lärmenden Menschenmenge tragen vier kräftige Männer vorsichtig eine große ausgebreitete Decke, auf der eine kleine Gestalt liegt. Etwa ein Dutzend Männer und Frauen laufen ständig um die Träger herum und geben gute Ratschläge, wie der Transport noch besser zu bewerkstelligen sei. Der Rest der Menge ist in zwei verschiedene große Lager gespalten, die wohl auch zwei verschiedene Meinungen vertreten. Nach einigen Versuchen gelingt es Josepha, einen Vertreter der kleineren Gruppe in ein Gespräch zu verwickeln. »Völliger Blödsinn«, brüllt der Mann. »Die Wahrsagerin hätte ihm genauso gut helfen können. Stattdessen tragen sie ihn quer durch die Stadt. Quenya mag vieles wissen, was uns ewig verborgen bleiben wird. Aber bei der Kräuterkundigen ist der Zwerg auf jeden Fall besser aufgehoben«, fährt eine Frau aus dem anderen Lager dazwischen. »Ah, Quenya. Kräuterkundige.« Hört sich so an, als ob wir die Frau bald aufsuchen werden, wegen Reißlin. Also, es wurde ein Zwerg verwundet und die Leute streiten darum, zu welcher Heilerin er gebracht werden soll, fasst Josepha ihre Erkenntnisse zusammen. Prüfend mustert sie die Menge, dann läuft sie entschlossen auf einen Torwaller zu, der einen sowohl aufrechten als auch kriegerischen Eindruck macht. Die Zwergenmine wurde von einem Stoßtrupp der Orks überfallen, diese Prämbotnasen mit ihrem kleinlichen Streit um die beste Heilerin. »Wir stellen ein Kommando zusammen und werden es den elenden Schwarzpelzen schon zeigen«, dröhnt der Torwaller. Einige der Umstehenden klatschen eifrig Beifall. »Wir werden diese Brut überrollen wie die Lawine, die vor Jahren über der Mine niederging.« Aha, also eine Zwergenmine, die überfallen wurde. Schließlich gelangt der Pöbel am Haus der Kräuterkundigen an. Die Frau scheint ihr Geschäft zu verstehen, denn sie weist zuerst sämtliche Unbeteiligten vor die Tür. Die Menge rottet sich unter Führung des Torwallers zusammen und mit lauten Parolen gegen die Orks strebt sie dem Marktplatz zu. Ja, Flint stimmt dem natürlich bei und auch Wulfgar lässt sich mitreißen. Und alsbald stopfen die beiden also mit. Ja, und ziehen quasi auch die restliche Heldengruppe von uns mit. Je näher ihr dem Markt kommt, desto leiser werden die Parolen. Als ihr den Marktplatz endlich erreicht habt, schaut ihr euch erstaunt um. Von dem angekündigten Kommando ist weit und breit nichts zu sehen. Der Mob ist spurlos verschwunden. Einzig der Torwaller hat es bis zum Marktplatz geschafft. Doch angesichts der Situation beschließt er, lieber ein Trinkkommando zu bilden und verschwindet in der nächsten Taverne. Ja, und da lässt uns auch die Menge schon verdutzt hier auf dem Marktplatz stehen. Ja, da sich Reistlin eigentlich mehr schlecht als recht auf den Marktplatz schleppt hier, beschließen wir auch gleich noch, die Heilerin aufzusuchen. Ja, wäre jetzt nur interessant zu wissen,
wo sie sich denn befindet, in welchem Haus. Hier muss wohl der Marktplatz sein, sagte Sepha. Ja, und das große Gebäude dort drüben ist die Markthalle, erwidert eine vorbeigehende Passantin und zeigt auf das große Gebäude, das sich im Westen des Marktplatzes befindet. Zuck, da drüben. Mhm. Ja, wir brauchen aber die Heilerin. Das Haus scheint es nicht zu sein. Auch nicht. Ja, eigentlich müsste ja wieder in so ein Schild vor der Tür sein. Ja, sehe ich aber hier. Hier hat früher der Handelsherr Uli Herkeil gewohnt. Erklärt euch ein Passant, als sich auf euer Klopfen nichts rührt. Das Haus steht leer, seit er geflohen ist. Ja, warum geflohen? Wen haben wir hier? Was wollt ihr hier? Macht euch davon, sagt ein kleiner Junge. Wir brauchen doch nur die Heilerin. Ah, ist nix. Was haben wir hier? Ein Bogenbauer anscheinend. Ah, da könnten wir Pfeile für die Alariel kriegen. Bogenbauerin Kaya Senscheid. Hallo, blonde Maid. Den Zwölfen zum Gruße. Ja, was weißt du denn über die Hohlberger? Man munkelt von einer Verschwörung zwischen Orks und Hohlbergern. Worum soll es denn dabei gehen? Manche Leute glauben, dass die Hohlberger die Drahtzieher des Ork-Aufstands sind. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Hohlberger verhalten sich Fremden gegenüber zwar abweisend, weil sie schon schlechte Erfahrungen machen mussten, sind aber insgesamt gutmütig, viel zu gutmütig, um an einer Verschwörung beteiligt zu sein. Was habt ihr denn an Waffen da? Ich baue und verkaufe Bögen. Natürlich bekommt ihr bei mir auch die nötigen Pfeile. Es sind einige besondere Exemplare dabei. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie euch ja mal anschauen. Ja, das machen wir auch. Zeig uns mal, was du da anzubieten hast. Ein extra leichter Langbogen, Kurzbogen. Ja, aber insgesamt eigentlich nichts, was den Bogen des Atherion, den Alarielia für, ersetzen könnte. Da kaufen wir gleich mal 40 Pfeile ein und 20 Bolzen für die Armbrust von Flint. Ja, und dann lässt Flint auch gleich mal seinen zwergischen Charme spielen und kann die gute Senior auch bezirzen und 25% Rabatt raushandeln. Ja, und hier sehen wir auch schon eine recht nette Neuerung. Immer wenn wir irgendwelche Gegenstände dazu bekommen, also sei es durch Kauf, Kampf oder sonstigen Erwerb wie Diebstahl, haben wir hier quasi die Ausbeute und können das dann gleich auf die Charaktere verteilen. Es erhält also nicht immer automatisch der erste Held in der Gruppe. So. Und da kann man eigentlich auch noch dann sortieren nach ja, sozusagen Gegenstandsgruppe. Also Kräuter, Waffen, sonstige Ausrüstungsgegenstände. Und da, glaube ich, wird alles angezeigt. Das Symbol hier, glaube ich, war... Keine Ahnung. Gut. Dann sind wir hier schon mal mit Pfeilen eingedeckt. Die nimmt die Alariel auch gleich mal zur Hand. Ja, und dann schauen wir uns weiter nach der Heilerin um. Müsste ja, wie gesagt, zumindest ein Schildchen vor der Tür stehen, dass es eine Heilerin ist. Das scheint mir hier ein Krämerladen zu sein. Da haben wir nichts. Anscheinend ein Gasthaus. Vielleicht da. Oh, der Fix-Tempel. Nee, da haben wir schlechte Erfahrungen. Schnell raus. Und der Geweihte schaut mir auch wenig vertrauenswürdig aus, als dass wir da Reistlin in seine Obhut geben würden. Hat die Heilerin hier tatsächlich... Starke. Brauchen wir auch nicht.
hier ein Schmied anscheinend. Da waren wir noch nicht drin. Gern Oktoberrennen, ja. Da scheint mir aber ein bisschen groß für eine Heilerin die Volksschule. Ach Gott, ach Gott. Da vielleicht. Ah, da war die Bogenbauerin. Da drehen wir uns im Kreis. Ich bin beschäftigt und brauche keine Hilfe. Ah, das ist doch die Scully aus den X-Akten, oder? Die braucht natürlich keine Hilfe von uns. Elmer Harder braucht wahrscheinlich auch keine Hilfe. Also, wir können anscheinend hier zumindest auch mit den Anwohnern sprechen. Das war im anderen Teil auch nicht möglich. Ja, wir haben hier tatsächlich anscheinend keine Heilerin. Ja, da geht's anscheinend vom Marktplatz raus. Vielleicht finden wir hier dann noch eine. Wie aus dem Boden gewachsen steht plötzlich die Alte vor euch. Haha, edle Herrschaften, habt ihr nicht ein Stück Brot übrig für die alte Lia? Umständlich beginnt Josefa im Rucksack herumzusuchen. Oder gar eine kleine Münze für die alte Lia, fährt die Bettlerin unverdrossen fort. Josefa hat ihre Suche inzwischen erfolgreich beendet und etwas Essbares hervorgeholt. Die meisten geben mir nichts, weil sie denken, dass die alte Lia sowieso nichts mehr mitbekommt, plaudert die alte munter weiter. Zwar macht die Bettlerin einen senilen Eindruck, doch Adaque fällt auf, dass sich ihre Augen flink bewegen und jede Einzelheit aufmerksam beobachten. Josefa hat inzwischen aus ihrer Geldbörse eine Münze hervorgekramt und drückt sie der Alten in die Hand. Flink lässt die Bettlerin die Gabe verschwinden. Oho, hab Dank, edle Herrschaften, kreischt Lea und macht dabei einen tiefen Knicks, wobei sie die Rockzipfel weit von sich hält und dem Boden bedenklich nahe kommt. Haha, die alte Lea ist nicht dumm. Oh nein, sie sieht alles, hört alles und merkt sich alles. Das weiß auch Tarek, der sich meistens in Tavernen umhört. Wichtig tourisch tippt sich die offenkundig Schwachsinnige mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Adaque ist versucht, die Geste nachzuahmen, kann sich aber gerade noch beherrschen. Aha, Tarek scheint uns also ein Informant zu sein. Kommt ihr von weit her, edle Herrschaften? Wir haben uns längere Zeit im Svelttal aufgehalten, bevor wir hierher kamen. Wir waren zuletzt einige Wochen bei den Elfen, östlich von Quirasim. Achso, das können wir hier auswählen. Ja, also von den Elfen erzähle ich ihr jetzt mal nicht. Das Svelttal muss reichen. Haha, ihr seid weit herumgekommen, edle Herrschaften. Habt ihr denn auch den Elfenkönig im Mondlicht tanzen sehen? Ja, ums Lagerfeuer. Aber es kann schon sein, dass auch zuweilen der Mond schien, antwortet Flint. Leas Blick ist erstaunlich klar, als sie Reistlin böse anfunkelt. Doch gleich darauf stiehlt sich wieder das verwirrte Lächeln in ihre Züge und ihr Blick verschleiert sich. Nach kurzem Zögern erzählt Josefa der Alten von dem Salamanderstein, Sternenschweif und eurer abenteuerlichen Reise durch das Welttal. Ja, gut. So offenherzig kenne ich Josefa gar nicht. Ihr seid euch zwar nicht sicher, wie viel Lea davon versteht, doch hört sie aufmerksam und mit offenem Mund zu. Gegen Ende der Erzählung fängt die Bettlerin plötzlich an, leise vor sich hin zu summen und sich im Takt einer unhörbaren Musik zu wiegen. Erstaunt stellt Reistlin fest, dass ihr der Alten bereits mehr erzählt habt als allen anderen Menschen in der Stadt zusammengenommen. Ja, eigentlich haben wir noch niemandem was erzählt, aber gut. Argwöhnisch mustert er die Bettlerin, die möglicherweise längst nicht so schwachsinnig ist, wie sie zu sein vorgibt. Doch ist das Verhalten der Alten weder dazu angetan, diesen Verdacht zu bestätigen, noch ihn zu zerstreuen.
Ohne auf Josephas Worte zu achten, entfernt sich Lea von euch, immer noch in ihrem seltsamen Trancezustand gefangen und außerstande, die Realität wahrzunehmen. Ihr schaut der Bettlerin hinterher, solange sie sich noch in eurem Blickfeld befindet, dann geht auch ihr wieder eure Wege. Na, eine Heilerin haben wir jetzt immer noch nicht gefunden. Ja, ich spiele hier eh schon eine halbe Stunde, sehe ich. Ich werde hier mal kurz abspeichern. Ja. Und dann mache ich hier mal Schluss. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, auf der Suche nach einer Heilerin in Riva. Also, bis dann.